So, servus, lieber YouTuber. Ich habe jetzt diese Lok umgebaut, also den Taurus, was ich euch schon im letzten Video gezeigt habe, mit den LED-Platinen. Es ist fertig umgebaut, es hat funktioniert. Und zwar habe ich das jetzt so gelöst. Moment, ich drehe das Licht auf. Ihr seht hier hinten die LED-Platine und hier vorne habt ihr so eine LED-Abdeckung. Ja? Das muss man natürlich als Ersatzteil nachkaufen, ja, wenn man sowas machen möchte, so einen Umbau. Ja. Also ohne den geht das nicht. Ja. Weil sonst streut das Licht überall hin. Ich habe das jetzt so gemacht. Und zwar, ich habe mir hier manuell eine Tasche hineingefräst. Ich hoffe, ihr seht das gut genug. Und zwar seht ihr eh hier das Silberne. Ich habe mir mit der Bohrmaschine und mit so einem Fräser, den man sich da einspannen kann, habe ich hier etwas einfach von dem Zinkdruckusrahmen weggefräst. Damit man eben hier, hoppla, hier hinten, dass die Kabeln hier nirgends ankommen und einen Kurzschluss reißen und dass ich die hier eben schön hin eben liegen lassen kann im Notfall, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Ja, hier drinnen seht ihr noch immer diesen Stift, der früher drinnen war, von den Glühbirnchenhalter. Aber ja, das stört nicht, den lasse ich drin, das ist mir egal, das ist mir nur gerade aufgefallen. Ja, so schaut das jetzt mal aus. Das ist jetzt meine Lösung. Ich habe die Verkabelung von den LED-Platinen auch vollständig geändert. Und zwar habe ich sie jetzt da an diese, also an meine Farbkodierung angepasst, so wie ich hier eben, so wie ich hier eben die LEDs betreibe. Und zwar ist das blaue Kabel eben jetzt der Rückleiter, der Pluspol der gemeinsame. Das ist eben so, ich habe hier also zwei blaue Leitungen. Der eine Pluspol geht eben allgemein auf für die Versorgung für die unteren Scheinwerfer und das Spitzenlicht und auch für das rote Schlusslicht hin. Und das zweite blaue Kabel für den Pluspol ist eben dann für das obere Scheinwerferpaar, für das Fernlicht, ja, was dann eben hier über den Optokoppler von mir zugeschalten wird mit F3, also F3, Entschuldigung, mit AUX3, ja. Und da ist das jetzt einfach ein bisschen fein säuberlichst verlegt alles und eben verkabelt. Also ich habe das jetzt eben so wie es vorhin war, ist es immer noch verkabelt, nur halt ein bisschen feiner und eben ein bisschen aufgeräumter, kann man sagen. Ich weiß, hier sind noch immer ein bisschen lange Kabel, das ist vom Decoder. Lässt sich in der Lok jetzt nicht ganz vermeiden, aber in der Lok ist Platz. Daher stört mich das jetzt nicht so. Das werde ich auch so lassen. Ich habe da unten doppelseitiges Klebeband aufgeklebt mit Sekundenkleber, weil das hält sonst nicht am Zinkdruckusrahmen. Dann habe ich mit einem Skalpell hier innen am Rand entlang geschnitten, auch außen am Rand so entlang geschnitten, dass das eben hier schön abschließt. Und habe danach, nach der ersten Probe, die Kabel mit einem Klecksuperkleber hier eben angeklebt, damit die nicht so herumflattern, damit das Gehäuse drauf geht und ich eben hier nicht irgendwie mal vielleicht ein Kabel einzwicke oder so. Deswegen habe ich das so gelöst. Ich habe auch nicht vor, da jetzt noch viel daran mehr herumzubauen. Das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte, wäre einen Elko einbauen für den Decoder. Aber das heißt dann halt wieder eine kleine Schaltung dazu bauen, sprich eine Ladeschaltung und nochmal zwei verschiedene Farben an Kabeln. Wäre jetzt nicht so wild, weil es wäre noch Platz, aber ich möchte jetzt das mal in Ruhe so lassen, weil die Lok hat einen guten Kontakt am Gleis und bleibt nicht mehr stehen. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall noch so lassen. Sollte ich vielleicht mal den Loxon 4 austauschen gegen einen 5er, werde ich mir vielleicht das schon so machen, dass ich mir eben einen Elko mit einbaue. Aber jetzt werde ich das mal so lassen. Ja, ihr seht jetzt hier eben, ich habe hier auch einen Kleckklebstoff draufgegeben, damit das einfach in einem Bund zusammenbleibt. Ja. Ihr seht es über der Pinzette hier glänzt das so ein bisschen im Licht. Das ist eben der Klebstoff. Das mache ich eben, damit das zusammenbleibt in so einem Paket, in so einem Kabelstrang, damit das nicht immer so lose herumfliegt hier. Und ja, habe das dann eben so verlegt. Das Weiße ist eben das weiße Licht, das Blaue ist eben der Rückleiter, also das Plus, die Plusversorgung. Die geht einmal eben jetzt hier hin zu dem Optokoppler, also zum Vorwiderstand. Gleichzeitig ist vor dem Vorwiderstand noch hier eine Brücke rüber, die hierher geht. Das ist eben wie vorhin schon erklärt, wenn ich jetzt eben AUX3 drücke, da kommen wir jetzt hier ins Spiel. AUX3 ist ja hier dieses türkise Kabel. Da habe ich jetzt alle drei Kabel hier, die türkisen. Das ist einmal die Schaltleitung, die vom Decoder kommt, und zwei Leitungen gehen eben
auf die LED-Platinen. Also hier eine hin und nach hinten geht eine hin. Ja? Die schaltet mir dann eben den Optokoppler ein. Der wiederum gibt dann durch das Signal den Kontakt für die Plusversorgung, welche dann eben auf beiden LED-Platinen für die oberen Scheinwerferpaare jeweils geschalten werden. Und der Transistor, der drauf ist, der macht dann nämlich eben nichts anderes, dass er eben dann hier das untere Paar wegschaltet und dann das obere wird eingeschaltet. Ja, also so schaut das jetzt mal aus. Ja. Ich habe das eben eingefräst, wie ihr seht. Und zwar, ich habe eine Lok, die ja bereits fertig ist, also die bereits wirklich im Plux 22 ist. Moment, die werde ich jetzt mal herholen, ein Momentchen. So, ja, hier seht ihr eben von meinem Motor Taurus den Rahmen mit allem drum und dran, mit der Elektronik. Hier schaut das so aus mit den LED-Platinen. Ja. Natürlich ist der Rahmen dementsprechend gebaut, das ist der alte hier eben nicht. Ja. Ihr könnt hier auch gleich die Unterschiede erkennen. Hier habe ich auch noch, bei dem alten ist auch noch die Schaufel am Drehgestell drauf, also der Bahnräumer. Hier ist der Bahnräumer nicht mehr am Drehgestell mit drauf geschraubt, sondern am Zinkdruckgussrahmen über die Pufferbohle. Ja. Ja, so schaut ein originaler Plux Taurus aus, der eben fertig ist für das Fernlicht und alles. Also das ist eben die Version, die neuere eben. Schon länger, die habe ich jetzt da, keine Ahnung, schon seit wann. Aber so schaut das eigentlich aus, wenn man das eben fertig kauft, mit dieser ganz neuen langen Plux-Platine, die oben drauf ist. Dekoder steckt man oben an und ich glaube, da unten, da sind die Lautsprecher verbaut in diesem schwarzen Gehäuse. Da sind zwei Stück Zimo drinnen und ja, soweit ist das einfach mal fertig. Ja. Das, was ich gemacht habe, ich habe mir, um euch das zu zeigen, ich habe mir die fertige Lok hier genommen und habe sie mir ganz einfach nur als Musterlok genommen, ja, weil ich eben wissen wollte, wie hoch sind die LED-Platinen dann circa. Ja. Sprich, wie hoch muss hier was sein? Und da habe ich geschaut, dass die Platinen circa in derselben Höhe sind. Habe dann die natürlich zusammengebaut. Es ist ein bisschen weiter hinten. Die Platine, falls euch das auch auffällt, ist etwas weiter hinten. Es ist auch nicht hundertprozentig gerade, weil ich habe hier eben einen Teil ausfräsen müssen und habe hier unten, Moment, tun wir das mal weg. Ihr könnt hier sehen, hier habe ich ein bisschen tiefer hineinfeilen müssen, weil da waren nämlich so Erhöhungen. Die waren nämlich so, von hier so nach oben und waren hier verbunden, ja. Die habe ich natürlich wegfeilen müssen, beziehungsweise wegfräsen müssen und dann mit der Feile nacharbeiten müssen. Ja? Weil sonst hätte ich die Platine nicht mehr drauf bekommen. Und ich habe das dann so gelöst, damit bei der Platine hinten mit den Kontakten auch nichts passieren kann, habe ich jeweils hier am Zinkdruckgussrahmen, Moment, ich stelle die Schärfe ein, ich habe jeweils hier und hier am Zinkdruckgussrahmen mit Superkleber schwarzes Isolierband aufgeklebt. Und wie das trocken war, habe ich danach einfach einmal die LED-Platinen hingehalten und habe sie dann einmal eben so versucht lose, wie das ist, mit der Helligkeit und wie das auch mit der Position ist und habe dann mal probiert einzuschalten. Und es funktioniert. Also es streut zwar ein bisschen Licht hier in die Scheinwerfer ein, von jeweils anderen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde es trotzdem so lassen, besser bekomme ich es jetzt momentan nicht hin. Vielleicht kommt noch irgendwie mal eine Idee und dann kann ich es wieder umbauen oder eben ein bisschen nachbessern, aber soweit funktioniert das alles einmal. Und ja, wie gesagt, der Taurus hier, mein Mozart-Taurus, damit der Name einfällt, den habe ich halt einfach als Muster genommen für die LED-Platine, um es in etwa zu positionieren. Das ist dann natürlich nicht so leicht gewesen, aber es hat letztendlich dann schön funktioniert. Und auch wenn das hier ein bisschen versetzt ist, nach hinten funktioniert es trotzdem. Es streut halt zwar ein bisschen Licht da hin und her in die anderen Scheinwerfer, aber das ist jetzt für mich persönlich das allerkleinste Problem. Immerhin habe ich hier am Rahmen hier einiges arbeiten müssen. Ihr seht auch hier eben die Spuren vom Feilen. Da bin ich auch ein bisschen angekommen mit dem Feilen. Das ist aber jetzt nichts Wildes, weil es ist trotzdem alles blickdicht. Und ja, also es war ein bisschen eine Arbeit, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ja.
Ich zeige euch das natürlich dann auch gleich. Ja. So werden wir als erstes einmal den hier zusammenbauen. Das ist der Plux Taurus, also der richtige Plux. So, ja, Vorführeffekt. Jetzt bekomme ich natürlich nicht drauf. Pervers. So. So, ein bisschen nach hinten. Mit einer Hand sowas zusammenbauen ist nicht leicht. So, der ist mal zusammengebaut. Ich würde sagen, wir stellen diesen Eumel hier mal auf Gleis. So, jetzt werden wir mal hier das Kameralicht ausschalten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal die Lichterparade hier. Und zwar, wir werden jetzt mal das Scheinwerferlicht, das normale, einschalten. Los geht's. Und ihr seht schon, das Scheinwerferlicht, das leuchtet einmal. Ja? Nicht wundern, dass auch oben zu sehen ist, weil erstens einmal streut es eben oben auch ein bisschen hinein und zweitens einmal dürft ihr nicht vergessen, mit der Kamera sieht man im Dunkeln das sehr viel ärger, als es eigentlich ist. Ja? Spitzensignal leuchtet natürlich auch hier. So, jetzt werde ich einmal das Fernlicht einschalten. So, und so sieht das Fernlicht aus. Ja, man sieht es, dass es reinstreut, das ist leider so. Aber das ist jetzt nicht so wild. Es gibt Schlimmeres als das. Ich finde trotzdem, dass das sehr geil ausschaut. Nachher mit dem zusammengebauten Gehäuse werdet ihr das auf jeden Fall sehen, wie das dann ist. Schaut wirklich sehr gut aus. Ich werde jetzt mal das Schlusslicht einschalten. Jetzt werden wir die Richtung wechseln. So. Das Schlusslicht schaut so aus. Das ist auf den minimalsten Helligkeit eingestellt, also auf 1, den Wert 1 habe ich hier eingegeben. Das reicht vollkommen aus, weil diese LEDs sind eh sehr hell. Natürlich, wer das nicht so hell mag und wenn er es noch ein bisschen dunkler mag, dann muss er halt noch einen zweiten Widerstand dazu löten. Also dann kann er ruhig eineinhalb Kiloohm auch nochmal zusätzlich in die Schaltleitung einlöten. In meinem Fall wäre das AUX 1 und 2. Das geht auch, ja. Das sind so hell, das verkraften die ganz locker. Die sind noch immer hell genug dann. Ja. Also das könnt ihr ruhig tun. So, jetzt da zeige ich euch das mal so von der Perspektive, von oben. So, jetzt seht ihr links eben das Fernlicht. Rechts ist das Schlusslicht. Jetzt schalte ich das Fernlicht mal aus. So, jetzt hat es umgeschalten. Fernlicht links wieder ein. So, und wieder aus. Jetzt werden wir mal hier die Richtung wieder wechseln, die Fahrtrichtung, damit das Licht sich ändert. So. Und Fernlicht ein. Und Fernlicht aus. So schaut das jetzt momentan aus. Also es funktioniert. Die Taste F6 drücke ich jetzt noch. F6. Dann seht ihr, ist auf beiden Seiten eben das Scheinwerferlicht eingeschaltet. Also die Scheinwerfer unten mit dem Spitzenlicht sind beidseitig ein. Könnt ihr euch hier auch sehen, eben F6. Das ist bei mir immer die Einstellung. Jetzt drücke ich F6 einmal weg. So, jetzt drücke ich wieder weg. Und jetzt geht automatisch hier wieder das Licht an. Wenn ich F7 ausschalte, so, jetzt ist das rote Schlusslicht, also das Schlusslicht aus. Jetzt drehe ich F6 ein. Jawohl, alles da. F6 aus. Gut. So wäre es im Kuppelmodus. So ist hinten eben kein Schlusslicht, wenn da hinten was dranhängt. F7 ein, Schlusslicht da. Und wenn ich das jetzt eben eingeschaltet lasse und trotzdem F6 drücke, geht das automatisch aus, das Schlusslicht. Könnt ihr hier sehen. Das ist das Schlusslicht. Das ist eben dann der Rangiermodus oder Verschubmodus. Und das geht dann automatisch aus. So. Und ihr seht, F7 ist noch immer ein. Also so funktioniert das. Das kann man in der Einstellung relativ leicht machen. So, schalten wir das Licht dann mal komplett ab. Jetzt zeige ich euch noch hier meine Einstellung von den Funktionsausgängen auf die Schnelle. Hier seht ihr jetzt eben, wie das ist. Ihr könnt auch hier gleich sehen, Scheinwerfer 1, Fernlicht 1. Ja? Warum 1? Warum Scheinwerfer 1, Fernlicht 1? Das zeige ich euch dann jetzt und erläutere ich euch gleich einmal ein bisschen genauer. Und zwar Licht vorne ist für einen achtpoligen Decoder normalerweise immer das weiße Kabel. Ja? Bei den alten achtpoligen Decodern war es aber so, dass man bei Licht vorne eben auf der Führerstandseite 1 das Scheinwerferlicht hatte und auf der Führerstandseite 2 war dann das Schlusslicht immer mitgeschalten. Ja? Das war bei diesem Modell hier unten, bei dem alten Kyoto Taos auch so. Ja? Vollkommen normal für die Zeit. Und Licht hinten war eigentlich immer Scheinwerfer auf Führerstand 2 und Schlusslicht bei Führerstand 1. Ja?
Moment, muss den Sitz etwas höher machen, damit ich da ein bisschen leichter filmen kann. So. Und jetzt ist das folgendermaßen. Ich habe hier aber eine Möglichkeit. Und zwar, ich habe hier Licht vorne 1, Licht vorne 2. Und Licht hinten 1, Licht hinten 2. Das gleiche gilt auch für AUX 1, 1, AUX 1, 2 und AUX 2, 1, AUX 2, 2. Ja? Was bedeutet das jetzt? Ich kann hier eine coole Spielerei machen. Für dieses Modell hier, wenn man nur eine einzige LED hat, da kann man jetzt über zwei Möglichkeiten das Aufblendlicht einschalten. Entweder man macht das hier über die Dim-Funktion, dass man die anklickt und man tut dann einfach die, über die Logikfunktion dimmen, eben auf- oder runterschalten. Oder Scheinwerfer 1, Helligkeitswert 12, also Licht vorne Scheinwerfer 1 ist Helligkeit 12, Licht vorne 2, das ist am selben Ausgang. Ja? Das heißt, ich kann hier mit Licht vorne 1, Licht vorne 2, kann ich bei einem Ausgang zwei verschiedene Effekte wählen. Ja? Das ist, deswegen steht hier Licht vorne 1 und Licht vorne 2. Und hier seht ihr jetzt Fernlicht, also Licht vorne 2, Fernlicht 1. Da ist der Helligkeitswert eben höher. Das heißt, es ist heller. Bedeutet, wenn ich jetzt das Fernlicht einschalte, wird das Spitzensignal heller und das untere Scheinwerferpaar schaltet eben in dem Fall ab. Und gleichzeitig das obere Scheinwerferpaar schaltet ein. Gleichzeitig muss ich natürlich den Ausgang von Fernlicht auch in dieselbe Helligkeit legen, auf 20, damit das mit diesen beiden Werten ja zusammenpasst. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt Fernlicht drücke, schalte ich das hier weg mit dem schwachen Licht. Fernlicht 1, also das mit dem höheren Lichtwert auf dem Ausgang 1, schalte ich dazu. Und gleichzeitig kommt das mit hinein. Ja? Das heißt eben das Spitzensignal, das beginnt heller zu leuchten und dazu kommt noch das hellere Fernlicht. So ist, deswegen ist das hier so eingestellt, ja, bei mir. So schaut das dann aus. Und damit kann man sich spielen. Ja. Und wie das hier bei der Funktionszuordnung ausschaut, zeige ich euch auch jetzt. Und zwar seht ihr hier vorwärts F0, also F0 ist immer Licht. Ja. Da seht ihr jetzt schon eben Licht vorne in Richtung vorwärts ist eben der Scheinwerfer 1. Rückwärts F0 wäre der Scheinwerfer 2. Das ist eigentlich logisch, oder? Der normale Scheinwerfer ist ein, wenn ich das Licht einschalte, und das ist richtungsabhängig. Ja? Warum steht hier aber nicht F8? Ganz einfach. Nicht F8 bedeutet, wenn ich jetzt F8 drücke, dann schalte ich mit F8 diese Zeile ab und F8 schaltet mir jetzt aber noch was anderes ein. Ja? Das heißt, hier mit F8 schalte ich hier nicht nur F0 aus, sondern ich schalte mit F8 Licht vorne 2, also das Fernlicht bei Licht vorne schalte ich ein und gleichzeitig hier AUX 3 mit dem Fernlicht. Ja. Und so ist das verschalten, damit mir eben dieser Effekt gegeben ist, damit das so funktioniert. Das gleiche gilt auch für rückwärts. Ja. Angenommen, ich bin jetzt da rückwärts in der Fahrtrichtung eingestellt. Und ich habe F0 laufen und ich möchte das Fernlicht aber anwählen. Dann drücke ich F8, da ich ja rückwärts eingestellt bin und ich F8 drücke, schaltet mir F8 das hier weg, schaltet mir aber Licht hinten 2 mit Fernlicht ein, plus den AUX 3 für das Fernlicht, damit das obere Scheinwerferpaar wieder angeht. Ja? So ist das gemacht. Man muss das übrigens hier wegschalten, weil sonst funktioniert das nicht. Sonst leuchtet entweder alles oder es leuchtet gar nichts. Ja. Das ist auch, es kommt auch immer darauf an, wie das auf den Platinen verschalten ist. Ja. Aber in dem Fall funktioniert das sonst nicht so. Das heißt, ich muss, wenn ich das einschalten will mit der Taste F8, muss ich hier mit der Taste F8 auf nicht F8 gehen. Ja. Das heißt, schauen wir uns jetzt mal an, F0 an, in Richtung vorwärts, jetzt kommen wir kurz runter, und F0 muss man hier auf ausstellen. Ja. Und so funktioniert das. Das ist eigentlich nicht so schwer, das muss man am Anfang ein bisschen öfter probieren und sich das anhören vielleicht, aber es wird dann nachher mit der Zeit klarer. Und wenn man das herumprobiert mit dem Logprogramm, ja, dann kann man sich da wirklich ein bisschen herumspielen. Aber ich habe hier keine einzige Dim-Funktion drinnen. Ja. Ich mache alles über diese Ausgänge und über diese mehrfach möglichen Variationen.
Was habe ich jetzt bei F6 eigentlich? F6 ist hier, das ist ja mein Verschubmodus oder Rangiermodus. Ja? Bedeutet, ich habe Licht vorne und Licht hinten, die Scheinwerfer, plus habe ich den, eben auch den Rangiermodus drinnen. In meinem Fall hier habe ich den Rangiermodus drinnen. Damit habe ich nur noch die halbe Geschwindigkeit. Und anstatt der Beschleunigung, ja, Beschleunigung würde heißen, ich fahre ohne Beschleunigungs- und Bremsverzögerung. Das möchte ich aber nicht, weil ich möchte nämlich das trotzdem mit Verzögerung haben, auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber ich finde das einfach realistischer. Und habe aber hier anstatt Beschleunigung die dynamische Bremse eingestellt bei mir. Ja. Dynamische Bremse in diesem Fall hier bedeutet, dass ich eben je nachdem, was für einen Wert ich eingebe, die Lok schneller bremst. Oder auch langsamer bremsen, je nachdem, was ich eingebe. Da geht man dann auf Bremseinstellung, hoppla. Dann geht man natürlich auf die Bremseinstellung. Und hier dynamische Bremse. Entschuldigung, das ist unten. Hier die dynamische Bremse steht hier auf den Wert 70. Das sind 17,5 Sekunden. Das bedeutet, die Lok bremst. Fahreigenschaften. Ja, die bremst fast um die Hälfte schneller, als sie normalerweise mit diesen Einstellungen hier abbremsen würde. Ja. Also das bedeutet es dann mit diesem Wert hier unten. Ja. Also von der Höchstgeschwindigkeit bis zum Stillstand wären es 17 Sekunden. Da man eh nur halb fährt im Rangiermodus, ist das eh wurscht. Kann man das nochmal halbieren. Und auch das kann man hier halbieren, aber das ist völlig egal, denn das Verhältnis ist dann in dem Fall eben dasselbe. Ja, was machen wir noch? Funktionseinstellungen, nein, da. So, aus diesen Einstellungen hier ergibt sich das dann eben. Ja. Wir können hier eben dementsprechend mehrere Effekte auf einen Ausgang legen. Es sind halt zwei, bei Licht vorne, Licht hinten und bei AUX 1 und AUX 2 kann man jeweils zwei verschiedene Lichteffekte eben einstellen. Man könnte hier auch eben anstatt dieses normalen dimmbaren Licht, was ein- und ausblendet, könnte man noch eine Feuerbüchse machen oder irgendwas anderes wie eine Energiesparlampe, die langsam angeht, völlig egal. Also da kann man sich herumspielen. Natürlich ist das beim Taurus so, dass man da eben kein Gyrolicht hat. Da gibt man einfach dann das Licht ein- und ausblenden ein oder das normale dimmbare Licht. Ja. Das kann man sich natürlich aussuchen, wie man möchte. Und Rücklicht habe ich hier mit einer leichten Verzögerung von etwas über einer Dreiviertelsekunde bzw. von 4/5 Sekunden beidseitig beim Ausschalten. Das habe ich absichtlich gemacht, weil mir das einfach gefällt, weil wenn man jetzt eben die Richtung wechselt und der Sound ist ein, hört man ja den Richtungswender, den Schalter, und im Maschinenraum hört man eben das Klicken, ja, das Umschalten. Und deswegen habe ich mir gedacht, das möchte ich mit denen ein bisschen verzögert schalten, weil das schaut geil aus, habe ich mir gedacht. Ja, ich würde sagen, ich werde mal das Gehäuse aufsetzen auf die Lok und dann zeige ich euch das mit dem Gehäuse. Ein Momentchen. So, ja. Gehäuse ist mal drauf, Gleis ist eingeschaltet. Jetzt werden wir hier mal das Scheinwerferlicht einschalten. So, und es ist da. Ja, so schaut das jetzt mal bei mir aus, bei diesem alten Modell. Man sieht zwar ein bisschen, dass es hier oben hin eben leicht hineinstreut, aber das ist eben, da bin ich selbst dran schuld, eben weil ich die LED-Platine hinten ein bisschen zu weit, na? Weil ich die halt ein bisschen zu weit weg platziert habe, ein bisschen zu weit oder zu tief eingefeilt habe. Das könnte man noch nachkorrigieren, es wäre noch möglich. Man könnte eine kleine Distanz, also ein paar Distanzplättchen oder so aus Kunststoff könnte man damit, ja, zu einem halben Millimeter mit einbauen noch. Dann könnte man die LED-Platine weiter vorbekommen und dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen besser, dann streut es nicht mehr so viel auseinander und das würde dann passen, ja. Aber das ist jetzt für mich persönlich nicht so schlimm, denn die größte Arbeit habe ich auf jeden Fall hinter mir und da bin ich froh drüber, denn es funktioniert. So, Scheinwerferlicht läuft. Jetzt habt ihr hier eben das Fernlicht. Ganz schön hell, oder? Und jetzt habt ihr es sehr viel besser gesehen, das Spitzensignal oben, also das bei der Windschutzscheibe, ja. Habt ihr gesehen, es ist eine kleine Spur schwächer, ist es jetzt, ja. Wenn ich jetzt da eben wechsle auf das Fernlicht, dann wird es ein bisschen heller und ist ziemlich gleich hell wie das Fernlicht, das obere Scheinwerferpaar. Deswegen habe ich das eben auch mit verschiedenen Helligkeitsstufen eingestellt, damit das eben so bleibt. Damit das im circa im selben Verhältnis ist. Ja. So habe ich das gelöst und es funktioniert eigentlich ganz gut. So, ich würde sagen, wir schalten hier wieder mal runter.
Jetzt da drehen wir mal die Richtung um und wir haben hier schon das sehr, sehr schöne Schlusslicht. Und das hier, das Schlusslicht ist wirklich auf den minimalst möglichen Wert eingestellt. Ja? Das ist ungelogen, ich bin auf Wert 1 beim Schlusslicht. Ja? Und zwar auf beiden Seiten. Ich bin nicht auf den Wert 1. So, ich werde jetzt mal die Richtung wechseln mit eingeschaltetem Fernlicht. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Ihr seht oben beim Spitzensignal, wenn ich das Fernlicht einschalte, auf der anderen Seite ist jetzt das Fernlicht, dann sieht man hier ganz, ganz leicht diese Spitzensignal-LED hinausleuchten. Ja? Das ist jetzt aber nicht schlimm, also es ist nicht so hell, dass man das sieht. Jetzt mit der Kamera kann man es einfangen und wenn man genau darauf achtet, dann sieht man das. Aber das ist jetzt nichts Wildes, finde ich. Also das fällt einem auf, wenn man es halt weiß. Wenn man fährt, fällt es einem garantiert nicht auf. Ja? So, ich werde jetzt mal die Richtung wechseln mit eingeschaltetem Fernlicht. So, das rote Schlusslicht ist langsam ausgegangen. Jetzt schalten wir das wieder auf normal zurück. So, genau, jetzt zeige ich euch mal hier die andere Seite. Stellen wir das Maschinchen mal vor. So, ich habe jetzt hier eben das Schlusslicht. Jetzt da schalte ich hier auf den Scheinwerfer zurück, also um. Und Fernlicht. So, man sieht auf jeden Fall sehr deutlich, wie hell das wird. So, wieder zurück auf den normalen Scheinwerfer und Fernlicht. So, jetzt schalte ich wieder die Richtung um. Verzeihung. So, und jetzt schalte ich mal F6. Bei F6 habe ich nämlich noch etwas eingestellt. Ja. Bei F6, wenn ich drücke, habe ich mir dann das Fernlicht gesperrt über diese Funktion, also über die Einstellungen. Und gleichzeitig ist das Schlusslicht auch aus. Das geht automatisch aus. Das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Moment. Ihr seht eh, F7 ist bei mir das Schlusslicht. Aber weil F6 aktiv ist, schaltet es das Schlusslicht automatisch weg. Und ich habe hier den Scheinwerfer und hier den Scheinwerfer. Ja? So, sieht man jetzt ein bisschen besser. Hier seht ihr eben bei meinem Finger, wie das eben hier leuchtet, das Scheinwerferlicht hinten auch. Also so sieht man es deutlich. Jetzt werde ich mal F6 wieder ausschalten. Richtung wechseln. Und hier ist es wieder. So. Und wir schalten jetzt wieder hier zurück. Ich weiß, das Hin und Her von der Kamera nervt vielleicht manche, aber ich zeige einfach nur, wie das aussieht. So, normales Licht. So, jetzt schalten wir die Lichter komplett ab. Ja, so schaut das aus. Auf jeden Fall. Also die Lok ist an sich fertig. Ich zeige euch dann nur noch etwas, und zwar, Momentchen, ich zeige euch dann noch einmal eine Kleinigkeit, wie ich das eben gemacht habe mit dem Schlusslicht und mit dem Rangierlicht dann. Ja. Ihr seht ja hier eben, dass meine Scheinwerfer vorne und hinten angehen und gleichzeitig eben der Rangiermodus und die dynamische Bremse aktiv ist. Aber wie mache ich das jetzt da, dass ich mir auch das Schlusslicht automatisch ausschalte, obwohl es eigentlich ein ist? Das mache ich mit demselben Trick wie bei dem Fernlicht, also mit F0 und F8. Das mache ich mit dem H genau selben Trick. Und zwar einerseits, wenn ich jetzt F6 drücke, kommt nicht nur beidseitig der Scheinwerfer, sondern es kommt auch erstens einmal, hier auf F7 steht nicht F6. Und genau das ist der springende Punkt. Völlig wurscht, in welche Richtung ich jetzt stehe und völlig wurscht, ob ich es eingeschaltet habe oder nicht. Aber das Schlusslicht wird hier mit F6 automatisch dann deaktiviert. Richtung vorwärts. F7 würde das Schlusslicht einschalten, aber F6 schaltet es wieder aus. Das ist der Grund. F7 zwar an, aber F6 wieder aus. Und das ist immer der stärkere anscheinend. Weil ich weiß nicht, wie das genau unterschieden wird beim Decoder. Aber hier ist es immer so, dass das Ausschalten anscheinend übergeordnet ist und dann schaltet der Ausgang einfach ab, obwohl er eigentlich auf 1 wäre durch eine andere Funktionstaste. Und das ist bei F7, bei Vorwärts und Rückwärts genau das Gleiche. Ich habe hier eben genau dasselbe Spiel. F7 wird zwar einschalten, aber F6 schaltet es automatisch aus. Das gleiche Spiel habe ich übrigens auch hier bei F8 gemacht, ja, weil auch wenn ich jetzt Fernlicht hätte,
Wenn ich im Verschubmodus bin, möchte ich kein Fernlicht haben. Deswegen habe ich hier noch mit eingebaut, eben bei F8, nicht F6, bei beiden, also bei vorwärts und rückwärts. Ja. Wenn man jetzt da bei einem von diesen beiden Richtungen das nicht F6 weggibt, kann man in dieser Richtung natürlich auch das Fernlicht schalten. Das geht dann auf jeden Fall. Aber das Fernlicht kommt dann übrigens beidseitig. Ja? Also wenn man das so machen würde, dass man F8 nicht deaktivieren würde im Verschubmodus mit der Taste F6 und man würde das Fernlicht drücken, dann käme auch beidseitig das Fernlicht, weil ja beidseitig hier die Scheinwerfer leuchten. Und warum? Weil die LED-Platinen so verschalten sind, dass beidseitig das Minus für das Fernlicht und für die Scheinwerfer dann zusammengefügt sind. Das heißt, da kommt beides. So einfach ist das dann. Ja, achso, ich habe noch etwas vergessen, euch zu zeigen. Und zwar, ich werde noch einmal das Gehäuse runternehmen vom Taurus. Momentchen bitte. So, wir sind wieder da. Ja, Licht einschalten. Und zwar, ich habe da noch etwas gemacht. Ja, und zwar habe ich ja auf der Seite, habe ich hier noch eben schwarzes Leben aufgeklebt, damit er nicht rausstreuen kann in Richtung Gehäuse. Das gleiche habe ich auch hier gemacht am Gehäuse. Da habe ich, hoppla, Verzeihung. Da habe ich hier außen auch noch schwarzes Isolierband mit eingeklebt, damit mir eben die LEDs, weil sie so hell sind, hier nicht durchscheinen durch das Gehäuse, weil die sind so hell, die können manchmal den Kunststoff an Schwächeraketenstellen stellen komplett durchleuchten. Und ich habe dann noch etwas gemacht, ja, und zwar, das hier sind diese alten Scheinwerfergehäuse, die habe ich gelassen, aber von den neuen Taurus, ja, also von diesen Taurus hier, die auch schon die Plux-Version sind, von Haus aus. Da habe ich mir eben Lichtleiter-Sätze gekauft, also bestellt damals schon, ja, als Ersatzteil. Und zwar habe ich 4 Stück bestellt damals. Und bei einem Satz ist es komisch verpackt, aber bei einem Satz ist es so, dass man das Spitzensignal hier zweimal hat. Ja, das da, wo meine Pinzette ist, das ist eben der Lichtleiter hier für Spitzensignal. Moment, ich muss umgreifen. Verzeihung. Und dann ist jeweils ein langes und ein kurz, ein langer und ein kurzer Lichtstab drinnen. Ja? Das, warum lang und kurz? Weil ich ja hier eine Wölbung im Gehäuse habe. Also die Form hier, seht ihr ja, die ist ja hier gewölbt. Und deswegen brauche ich hier oben einen kurzen Lichtstab und unten einen längeren Lichtstab. Zusammen kommen die dann eben in eine Ebene. Also hier ist eben der Lichtstab, der ist in einer Ebene mit dem anderen dann. Also in der gleichen Höhe. Und da steckt man einfach nur da vorne hinein. Ja. Ich habe hier noch etwas dazwischen gepackt, wie ihr seht. Und zwar habe ich eben einerseits hier noch so einen alten Moosgummi von einer alten Lok über. Den habe ich dazwischen diese Lichtstäbe gepackt, damit das ein bisschen besser isoliert ist gegen das Streulicht. Das wirkt nicht viel, aber besser als gar nichts. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch hier innen eben auch eben mit schwarzem Isolierband das ausgekleidet, damit man hier nicht wirklich viel sieht, damit das hier nicht alles komplett auch durchgeleuchtet wird, aber es funktioniert. Habt ihr eh gesehen, also es leuchtet nichts durch, hoppla, es leuchtet nichts durch. Es funktioniert eigentlich sehr gut, bis auf ein bisschen Streulicht, aber das ist jetzt für mich persönlich eben nicht so schlimm. Also das ist in Ordnung für mich. Ja, so schaut das jetzt aus, mein Taurus. Ich stelle das Modell jetzt mal auf die Anlage. Boah, ich baue ihn zusammen, stelle ihn mal auf die Anlage. Und dann mache ich noch eine Aufnahme mit dem Licht im Dunkeln für euch, würde ich sagen. Und dann wäre es das auch schon wieder gewesen. So, einen Moment bitte. So, ja, Anlage ist da. Wir drehen das Licht hier einmal von der Kamera ab. Ich würde sagen, wir drehen den Scheinwerfer mal auf. So. Und es ist jetzt schon relativ hell eigentlich, wenn man da schaut. Man sieht ja schön das Licht streuen. Ein bisschen pulsieren tut das Licht, sehe ich. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera auch sehen könnt. Da ist pulsiert ein bisschen. Ist jetzt nicht wild. Ich schalte jetzt mal das Fernlicht ein. Jawohl, und man sieht es schon deutlich, gell? Ja, es streut schon schön aufs Gleis. So, scheinen wir, also Fernlicht aus. Normal. Jetzt Fernlicht an. Ja, das ist schon schön. Das kann was. So, ich fahre mal ein bisschen. Fahren wir mal eben eine Runde. Hinten seht ihr das Schlusslicht, das habe ich auch schon aufgedreht. Und ihr habt gesehen den Wert. Ich habe den Wert ganz, ganz niedrig gestellt auf 1.
Also wenn das noch immer zu hell ist, der müsste noch einen Widerstand dazu löten. Ja? Das müsste man halt machen. Das wäre auch möglich ohne Probleme, weil diese roten SMD-Lids, die sind sauhell. Ich fahre noch immer mit Fernlicht übrigens. Ja? Ich fahre mal schneller. Quietschpuppe. So, ihr seht ihr das, den Lichtkegel, wie weit der geht. So werden wir hier einmal schön daherkommen mit dem Maschinchen. Hoppla, wo filme ich denn hin? Sorry. So, ich würde sagen, ich bleibe dann dort stehen beim Scheitelpunkt der Kurve. In etwa wegen dem Licht. So. Und jetzt werden wir mal das Fernlicht ausschalten und Fernlicht einschalten. Hier sieht man es nämlich nicht so schlecht, wie hell das eigentlich ist mit dem Fernlicht. So, normales Licht, Fernlicht und normales Licht. Jetzt da drehen wir die Richtung um. Ja, es ist nicht perfekt, man sieht noch ein bisschen was, aber es ist fertig umgebaut. So, normales Scheinwerferlicht und Fernlicht. Also man sieht schon. Moment, ich werde machen was anderes. Mach das umgekehrt. So. So, normales Scheinwerferlicht und Fernlicht. Hier sieht man es noch deutlicher. Ja, es pulsiert ein bisschen das Licht. Man sieht es jetzt ein wenig. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. So. Scheinwerferlicht und Fernlicht. Schon hell. Und hier sieht man das Pulsieren auch besser. Also mit einem Elko kann man dem wahrscheinlich Abhilfe schaffen. So, fahren wir zurück. Mit dem Scheinwerferlicht, mit dem Fernlicht meine ich. Ich bin schon komplett verlichtet. So. Hoppla, wo film ich hin? Ich habe noch immer den Zoom eingeschaltet, deswegen. So. Ja, das ist auf jeden Fall ein gelungenes Projekt. Man kann noch ein bisschen was verfeinern, das ist richtig. Werde ich vielleicht auch irgendwann machen, aber jetzt bin ich mal froh, dass ich die Hauptarbeit fertig habe, weil das ist nämlich eine ziemliche Mordsturmarbeit gewesen, das zu machen. Ja, ich würde sagen, das war's. Habt ihr das auch gesehen, wie das ausschaut? Ich glaube, 2005 ist der gebaut worden, hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Also ist schon ein bisschen älter, aber ein schönes Modell, eine schöne Lok. Und ja, so wie der jetzt auf jeden Fall ist, mit den LED-Platinen, finde ich, ist das eine Wertsteigerung meiner Meinung nach. Und den werde ich mir auf der Anlage auf jeden Fall behalten. Übrigens, ihr könnt noch was tun, ja, und zwar, wenn ihr euch die Gehäuse, die alten, umbaut auf die kurzen Lichtleiter, ja, wenn ich da das Licht auf, also auf diese, wenn ihr euch eben die Lichtleiter, die Lichtstäbe umbaut, ja, auf die neueste Version für Plugs, könnt ihr die alten Gehäuse auch auf die neuen Loks mit Plugs-Decoder, also die schon wirkliche Plugs-Decoder haben, ja, auch draufsetzen. Das funktioniert. Das habe ich vorher nämlich auch gemacht. Man kann das auch machen bei den Plux-Versionen, bei den fertigen. Ich kann euch das nächste Mal zeige ich euch das vielleicht. Ich mag jetzt nämlich nochmal die Gehäuse wieder runternehmen. Ja? Aber wenn ihr eben da die Lichtleiter eingebaut habt, so wie ich sie jetzt da habe für die Plux 22 Modelle, also alles die kurzen Lichtleiterstäbe, könnt ihr die Gehäuse natürlich beidseitig umbauen, nicht vergessen. Nicht nur auf einer Seite, sondern beidseitig umbauen. Ja? Dann könnt ihr diese alten Gehäuse auch auf die ganz neuen Loks von Rocco draufstecken. Funktioniert. Passt drauf. Ja? Habe ich gemacht. Ich habe nämlich das Gehäuse vom Kyoto schon auf dem Lokrahmen vom Motor daraus drauf gehabt. Funktioniert auch, ist kein Problem. Könnt ihr machen. Ja? Das heißt, wenn ihr ein Fahrwerk überhaupt von einem neueren Plux 22 Taurus von Rocco, der wirklich schon alles umgebaut hat, also alles fertig hat in Serie, mit Plugs und den ganzen LED-Platinen könnt ihr das indem ihr euch mehrere Teilesätze für die Lichtleiter kauft. Da braucht ihr halt vier Stück, ja, für die Lichtstäbe.
dann könnt ihr das umbauen und könnt es auch auf ein aktuelles Modell, also technisch ein aktuelles Modell setzen. Ist kein Problem, das funktioniert. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen inspiriert wieder. Also es ist auf jeden Fall gelungen. Ein paar Kleinigkeiten kann ich noch nacharbeiten. Das ist jetzt aber nichts Schlimmes, finde ich. Ich werde es trotzdem jetzt mal so lassen, die Lok, denn jetzt genieße ich mal, dass das überhaupt umgebaut ist, weil das war jetzt eh die blödeste Arbeit. Ich habe jetzt einen ganzen Tag gebraucht dafür. Wir haben immer noch den 1. Mai. Ich habe den ganzen Tag gebraucht. Wahnsinn, oder? Hat sich aber ausgezahlt jetzt letztendlich. Na gut, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Feiertag. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Hobby. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao.